Er beherrscht die steirische Harmonika wie kaum ein anderer, Martin Harling aus St. Martin im Sulmtal. Mit seinen 18 Jahren ist der Weststeirer bereits zweifacher Vize-Staatsmeister. Jetzt hat er sich in Kroatien auch noch den Vize-Weltmeistertitel geholt. Und das, obwohl er das Instrument erst seit knapp 6 Jahren spielt. Seine Hände fliegen beinahe über die steirische Harmonika. Mit einer Leichtigkeit, die kaum zu überbieten ist, entlockt der frisch gebackene Vize-Weltmeister dem Instrument die schönsten Töne. Das ist halt die Herausforderung, dass man das Instrument ausreizt, dass man weggeht ein bisschen von der ganz traditionellen Volksmusik und da neue Richtungen findet. Mit der Wolf-Polka, eines von 3 Stückchen, das der Weststeirer jüngst bei der Harmonika-WM in Porto Roche zum Besten gab, sollte er die hochkarätige Jury von seinem Können überzeugen. Eine wahre Meisterleistung, denn der junge Mann wuchs als Sohn eines Musikers zwar mit Instrumenten auf, interessierte sich aber erst reichlich spät, nämlich mit 12 Jahren, für den guten Ton. Der Papa war früher immer Profimusiker und da hat es mich nicht so interessiert. Und dann hat er aufgehört und dann habe ich angefangen. Ist er zu mir gekommen und hat gesagt, Papa, zeig mir was auf der steirischen Harmonika. Und er hat binnen 5 Minuten die Enstaler Polka Melodie und Bass alles in einem perfekt gespielt. Und in Folge habe ich dann den Mario Bierster angerufen und ihn gebeten. Ich habe gesagt, Mario, ich glaube, da kommt zu dir ein ganz großes Talent. Martin, ganz kurz, stopp, super gespielt, aber vielleicht kannst du noch bei dem Übergang von vorher schauen, dass du exakter rhythmisch noch reinkommst. Talent gepaart mit Ausdauer und Freude, das Erfolgsgeheimnis von Martin, so auch der Harmonikalehrer überzeugt. Ich liebe es an ihm, er hat so eine selbstverständliche Ruhe in sich. Und wenn ein Mensch so eine Ruhe ausstrahlt, dann bringt er das auch, was immer er auch macht. Und in dem Fall ist es jetzt auf der Harmonika, bringt er das nach außen und das spürt man natürlich auch. Und Martin Harling hat die Ruhe weg. In wenigen Wochen hat der Harmonika-Vize-Weltmeister Matura. Gleich darauf Aufnahmeprüfung zum Medizinstudium. Und dennoch, für die Harmonika bleibt täglich Zeit. Vor ein paar Jahren hätte ich da gar nicht damit gerechnet, dass ich schon so weit komme. Aber es freut mich natürlich sehr und ich werde weiter kämpfen in der Richtung. Weil das ist schon meine Leidenschaft. Und ein bisschen wohl auch wegen dieses flüssigen Rituals am Ende jeder Übungsstunde.